Also ich bin die Marianne Gerlach und ich besuche im Moment das Seminar Clowns ohne Nasen. Was mache ich hier? Ja, ich arbeite in der Altenpflege und mit Clownarbeit beschäftige ich mich schon seit dem letzten Jahr. Und diesmal hat das aber auch einen Bezug zu meinem Beruf. Und deshalb bin ich hier, um einmal zur Persönlichkeitsbildung für mich selber und dann auch Möglichkeiten zu finden, nochmal anders mit meinen alten Menschen umzugehen. Ja, ich mache die Fortbildung Clown ohne Nase. Warum ich bin hier? Ich möchte einfach kennenlernen, die Humor von Clown einfach und mich selbst zu kennenlernen auch. Ich bin Susanne und ich werde Clown ohne Nase für Menschen mit Demenz. Ich bin die Patricia Hüllekers. Ich arbeite in einem Altenheim als Beschäftigungstherapeutin und das schon seit 15 Jahren. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und jetzt hatten wir natürlich hier die Fortbildung. Und ich fand das schon interessant, um wieder eine neue Art zu finden, wie man mit unseren Bewohnern umgehen kann. Ich bin die Monika und ich mache hier einen Clownskurs, weil ich mich für Clownerie interessiere. Und dieser Kurs ist speziell für die Arbeit mit alten und demenzkranken Menschen gedacht. Ich bin Johanna Schiesel, und ich bin hier auf einem Seminar, oder vielleicht lässt es sich auch anders benennen, Clowns ohne Nasen heißt es. Und ich lerne hier den Humor und die Stille und den Gesang in mir zu entdecken und dann vielleicht auch mit den Menschen zu teilen, mit denen ich zusammenarbeiten werde. Ich habe mich selber besser kennengelernt. Ich habe meine Gefühle intensiver wahrgenommen. Ich habe Ideen bekommen, eventuell, wie ich das umsetzen kann in meiner Arbeit. Ja, ein bisschen mehr aus mir rauszugehen und das, was kommt, einfach mal so improvisatorisch umzusetzen. Mit viel Humor und Leichtigkeit, nennt Mosche das immer. Mein Meditieren, meine Ruhe zu finden und ich denke schon, der Humor im Leben ein bisschen reinzubringen, auf eine subtile Art. Ich habe gelernt, nicht immer zu denken. Mosche sagt immer so schön, ohne Denken, und das ist genau das, was man im Leben öfter benutzen sollte, einfach das zu machen, wozu man Lust hat und nicht drüber nachzudenken vorher. Ich habe schon sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, dass der Humor von innen kommt, dass der Humor ganz klein anfängt und überall möglich ist. Leichtigkeit, Singen aus mir heraus, spüren, wo der Humor in mir steckt, auch wenn ich grantig bin oder frustriert. Und vor allen Dingen dieses auch zu teilen. Und ein bisschen mutiger zu werden, mir da einiges zuzutrauen, was in mir steckt. Also ich bringe eine ganze Portion Humor mit. Ich denke mir, das ist die Grundvoraussetzung. Und an meinem Clown-Sein, da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Der Mut dazu. Ich denke, das ist schon in mir, aber auch ein bisschen der Mut, das rauszulassen, Situationen anders wahrzunehmen. Zum Clown, Humor zu haben und mich zu kennenlernen und Gleichgewicht zu halten auch. Meine Natürlichkeit. Meinen Humor, denke ich. Ja, einmal auch dieses Nicht-Denken, einfach offen zu sein, Gefühle rauszulassen, Mimik zu gebrauchen. Meine innere Freude, mein inneres Lachen, meine Begeisterung für Fröhlichkeit. Mich, meine Mimik,
meine Verschmitztheit, meine Achtsamkeit mit anderen Menschen, meine Freude am Leben, meine Hoffnung, dass, das möchte ich fast sagen, ja, dass das frohe Sinn doch etwas Gutes bewirken kann.